So, Rolf, wir sind im Zielbereich. Was ist denn deine Aufgabe genau hier? Ja, meine Aufgabe ist es, dass das hier top läuft. Und wenn das nicht top läuft, dann nützt uns die ganze Rennerei nichts. Da hören wir es auch gerade schon, da ist gerade ein Funkspruch reingekommen, oder? Nein, das war kein Funkspruch, das war die Überschreitung der Startlinie von einem Schlitten. Wenn dieses Signal ertönt, dann muss die Bahn frei sein, weil der Schlitten in der Bahn ist. Okay, das erklärt einiges. So, jetzt machst du das ja komplett freiwillig. Also es gibt keine Kohle dafür oder sowas. Warum machst du das? Also als erstes mache ich es, weil ich selber mal Bob gefahren bin. Und zweitens mache ich das, weil ich einfach unheimlich viel Spaß mit den Leuten, die mir hier helfen, mit denen halt die ganze Zeit richtig viel Spaß habe und es einfach Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten, weil es ist einfach gut. Ich würde es nicht machen, wenn es nicht toll wäre. Machen es freiwillig alle und man macht nur etwas gut, wenn man es gerne macht und so sieht das dann bei uns auch aus. Die machen es alle gerne. Jetzt ist heute ja so ein bisschen die Generalprobe vor dem ganz großen Ereignis hier in Winterberg. Die WM steht an. Wie groß ist denn die Vorfreude darauf? Na gut, ich kenne es ja schon zum zweiten Mal. Ich habe es ja das zweite Mal und da muss ich dabei sagen, die ist schon gewaltig und ein bisschen Spannung ist auch dabei und die muss auch sein. Ich denke, so ohne Spannung kann man sowas nicht top machen. Und die Leute, die hier sind, das sage ich nochmal, das ist einfach genial. Da muss man sich drauf verlassen oder kann man sich drauf verlassen, da muss man nichts mehr sagen. Das läuft. Das läuft einfach. Ich sehe im Hintergrund, es geht schon wieder weiter. Die ersten Bobs kommen schon wieder an. Ich danke dir für das Gespräch. Bitte, bitte.